Hallo, ich bin's wieder, euer Mompitz. Heute haben wir zwei Blasterboxen von Panini Prism 2021 WNBA dabei. Wir schauen mal, ob wir vielleicht ein bisschen Rookie-Glück haben, Satu-Glück, Insert, Autogramme, irgendwas Schickes aus der Serie. Die Liga ist ja gerade fertig geworden, da haben wir die Chicago Skys gewonnen. Glückwunsch an der Stelle. Und ja gut, vielleicht haben wir ja eine MVP-Karte drin oder einen aus dem Team, die die Meisterschaft gewonnen haben. Wir schauen mal. Wir haben jetzt hier 2, 4, 5 Päckchen drin. Das tun wir auf die Seite. Wir fangen mal an mit Pack Nummer 1. Insgesamt sind 5 Parallels oder Inserts garantiert pro Blaster. Ich sehe schon bei. Da schimmert es schon Silber. So. January Base. Omega Base. Und Chelsea Dundee Rookie Prism Silver. Sehr gut. Das ist eine der besten Rookie-Karten. Power ist auch zum Schluss. Auch das Centering ist okay. Ja, das ist ja schon mal ein nice Hit für den Anfang. Weiter geht's. Pack Nummer 4. Das heißt, in jedem Päckchen ist dann Insert oder Parallel drin. Cloud, damals Insert von Brittany Griner. Das stellen wir mal hinten nach hinten. Keller Thornton. Und Misha Hinz Allen. Aber die Chancen, hier Autogramme rauszuziehen oder so, die sind relativ schwierig. Also ich denke, dass wir da nichts haben werden. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. So, eine Rookie nochmal von den Dallas Wings, diesmal aber Charlie Collier. Alles nicht Silber. Stellen wir auch mal nach hinten. Jackie Young von den Aces. Inside in dem Fall haben wir Widescreen von Rungbowola. Und noch eine Rookie, Rinya Davis von den Minnesota Lynx. Vorletzte Pack. Monique Billings, mein Dreams. Und da haben wir Diana Taurasi, Fireworks Green Prism. Sehr cool. Schickes Insert. Gute Spielerin. Alles richtig gemacht. Na, der will nicht so. Dann nochmal die Base von Chiney und Aja Wilson. Letzte Pack. Mojo. Danielle Robinson. Natasha Howard und David Grün. Ist es ein Rookie? Nein, es ist kein Rookie. Es ist Chelsea Gray von den Aces. Prism Green. Und Satu Sabelli. Sehr cool. Basekarte. Letzte Karte aus der Box. Die Satu. Sehr gut. Ist zwar noch ein Base, aber ist eine deutsche Spielerin aus Berlin stammt. Die bleibt auf jeden Fall PC. So. Also für die erste Box würde ich sagen, haben wir jetzt mit der Dungey auf jeden Fall die beste Karte. Dann kommen noch ein paar Rookies dazu. Und das Insert von Tarusi in Grün ist natürlich auch nicht verkehrt.
So, dann räumen wir mal den Platz hier leer, dass wir für die nächste Box ein bisschen Platz haben. So, im Prinzip bin ich mit der Box aber zufrieden. Silver Rookie ist nicht verkehrt, die Sidewall Space, ein schickes Insert noch in grün. Das ist das, was man erwartet hat. Ist nicht überragend, aber auch nicht grottenschlecht. Würde als Schulnote so eine 3 geben für mich. Das ist befriedigend. Die nächste Box. Auch wieder 5 Packs. Pack Nummer 1. Mitchell Base und ein Insert von Deladonna. Da stellen wir nach hinten. Bonner und Nurse. Zweite Pack. McBride Base. Flawless Base. Und hier haben wir ein Insert, Sue Bird Widescreen. Das ist, glaube ich, auch das beste Insert, was man, also die beste Spielerin aus dem Insert ziehen kann in Base. Und Williams als Base. Wobei ich glaube auch, dass es Widescreen auch von der Sato gibt. Oder war es vieles? Eins von beiden. Auf jeden Fall gibt es auch ein Sato-Insert. So, Thomas als Base und da gibt es ein grünes Insert. Fireworks. Da stellen wir mal nach links. Und eine erste Rookie-Karte. Ari McDonalds. Und nochmal Base von Chandy Park Carter. So, also Rookies-mäßig habe ich jetzt hier weniger als in der ersten Box, vielleicht kommt das noch, aber mit einer Rookie aus 3 Packs ein bisschen wenig. Okay, da ist dann die zweite Rookie. Aaliyah Williams, Wilson. Dann McCowan Base. Dann wieder was Grünes. Grün Prism Base von Brittany Sykes. Von den LA Sparks und Base Victoria Vivians. So, letzte Pack. Also noch, weil die erste Box besser ist, die zweite jetzt hier. Aber es kann sich ja noch mit dem letzten Pack ändern. Weiß ja nie. So, Mabry. Und da haben wir auch schon Silber. Aber kein Rookie. Es ist LA Quigley. Sue Bird als Base und Holmes als Base. Also Fazit von der zweiten Box, sie ist weitaus schlechter gewesen als die erste. Also das ist schon eher eine 4 bis 5. Aber ich denke, im Gesamten war das hier der Top-Hit. Und Platz 2 würde ich sogar auch aus der zweiten Box, ersten Box ziehen, ist wahrscheinlich die Tarusi. Abgesehen jetzt von den Base-Rookies, die eventuell auch was bringen können, aber das ist abzusehen dann, wie die auf dem Markt einschlagen. Das ist noch da zu früh dafür. So, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, dass ihr nichts verpasst. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.